Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, willkommen zurück hier. Das ist der letzte Renntag in Mexiko mit dabei der Camilo. Moinsen. Jawohl, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Rennstrategie an. Wir haben 18 Runden. Dings wird das auf 24 Minuten circa mit einem Boxenstopp. Ja. So, wir haben Strecke hat 26 Runden. Grad und Lufttemperatur 18. Alles klar. Nehme ich auf jeden Fall das da so. So, die Sonne steht tief. So, jetzt tief. Er hat es doch noch gekracht. So, Rennen starten. Ja. So, gescheite Position einnehmen. Ich will nicht. Ja, ich weiß, dann muss doch deine scheiß Ampel da mal ein Quark, Mann. Fahr ich gleich durch Dings dann durch und dann ist gut. Kotzen, ey. Oh, ich hab mich schon gewundert. Ja, ach, diese scheiß Ampel, da kann man nicht nachgehen. Mal kommt die so früh, da kommt die so spät. Ey, Hemmelwurst. Dieser blöde Penis einer... Hoffentlich hat er sich kaputt gefahren, der blöde Mistvogel. Bei mir ist noch alles heile geblieben, Gott sei Dank. Oh, hast du aber Schwein gehabt, Mäuschen. Ja. Noch. Alter. Verpisst euch. Hamilton hat anscheinend doch keinen Schaden gekriegt, schade auch. Jetzt muss ich gucken, dass ich da vorne wieder rankomme. Alter Schwede, Ernst. Durch die ganze Schieberei haben die mir meine kompletten Ultrasofts erstmal wieder ein bisschen. Ich mach jetzt die Durchfahrtsstrafe, mach ich jetzt. Gut. Dann habe ich das wenigstens hinter mir. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Runde fahre, das. Naja. Hätte zwar ein bisschen Zeit rausgeholt, aber. Alles gut. Eieiei, das wird jetzt wieder ein Rumgeholz, Alter, wie ich es liebe. Ich dachte eigentlich, ich hätte den Hamilton Schaden zugefügt, weil der mich ja so durch die Gegend geschoben hat. Aber nee. Oh, mittendrin, wenn statt nur dabei, oder was, ey? Ja, dann viel Spaß, Digga. Dann wirst du jetzt viel Spaß kriegen. So, Bottas, du glaubst doch wohl nicht, dass du hier wegkommst. Nur wegen seinem lausigen Team. Nein! Du sollst dich doch nicht drehen, du blöde Karre! Mann, wie ich diesen Moped hasse, ey. Mach nur Kacke. Herr Mann, ja, ich weiß, Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Tut mir leid. Oh, grausame Tat, ey. Oh. Da gehe ich jetzt noch nicht ganz so in die. Nee, Camilo, fahr nicht so wie der Bottas durch die Kurve, das schaffst du nicht. DRS aktiviert, sehr schön. Bottas, komm her. Oh, komm rum! Scheißkurve! Da ist er doch gebremst, ey. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Der geht ab hier vorne, der Bottas, das gibt's nicht. So, Bottas. Ach Mensch! Bremst doch nicht so behindert, du blöder Arsch, du! Jetzt aus Gelbrot! Mann! Scheiße! Fahr doch, Mensch! Was machst du denn da? Boah, ey, es gibt Idioten!
Chef, halt die Klappe, du hilfst mir gerade überhaupt nicht. Blöder Lauch, ey. Oh, Alter. Jetzt auch wieder ein Häuter mit einem roten Flügel, Alter. Nur weil die dich... Da... Ach, Mann! Dich kotzen, ey. Bauern! Boxenstopp! Fängt der Scheiß wieder von vorne an, Alter. Ich hab schon keine Lust mehr. Gleiche Scheiß wie im letzten verkackten Rennen. Komm, fahr rein da und halt die Schnauze. Tschüss, Bottas. So, gib mir eine neue Schnauze. Also, euch zwei komme ich da oben nicht mehr dran. Diese Kacke da, die fahren sich im Müll zusammen. Werd mal fertig hier. Los, los, los. Ja, eine neue Schnauze kriege ich morgen auch. Lol, nein. Ja, der war gut, Emma. Also ungefähr. Mann, ey. Na komm schon! Das war unser letzter Boxenstopp. Ja, ja. Boxenstopps mehr geplant. Ja, den Boxenstopp, den nächsten plan ich für dich. Kannst du mal glauben. Kehr. Wie soll ich da rankommen, Alter? Oh. Ja, ich muss ja irgendwie vor dem Bottas weg, aber den krieg ich nicht abgehängt. Na, hör doch auf zu rutschen, Mann! Was war dir denn eigentlich kaputt, ey, du Wurst? Ich bin gespannt, wann die in die Box fahren. Dann habe ich ja Glück, ey. Ja, ja, jetzt nächste oder übernächste wahrscheinlich dann, ne? Und dass ich rankomme. Der Abstand zum Teamkollegen. Weil du hast ja jetzt wahrscheinlich schon die härteren Reifen gekriegt. Ich bin auf die roten und bin auf der geraden gerade, auf meinem Ziel. Ja, rote Reifen ist doch gut. Komm rum. Ja, und man sieht, du kämpfst dich wieder ran. Ja, ich muss ja, wenn die gleich reinfahren und dann nachher in der nächsten, dann lasse ich da einige Plätze wieder gut mache. Na ja, klar. Oh, die Kurve jetzt hier beim Ziel schon gut gemacht. Oh, sehr lecker. Jawohl. Ah, die haben jetzt gerade sind die Kurve, also von der Geraden runter. Und ich habe jetzt schon knapp drei Viertel der Geraden wieder hinter mir. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, die behindern sich gerade gegenseitig da so ein bisschen. Bist du weit weg, Alter. Ja, ich habe ja auch freie Bahn, ne? Ich kann froh sein, dass die mich eben nicht kaputt geschoben haben. Hab's gesehen, gerade abgebogen. Sehr schön. Da vorne sind sie. Wenn ich Glück habe, ich kurz nach der Zielgeraden an und dran. Also die müssten jetzt oder nächste Runde an die Box eigentlich.
Okay, dann nächste Runde. Die fahren noch alle, ja. Ah, jawohl! Oh! Na, guck, sehr schön. Ja, hier hinten, wo ich jetzt gerade bin, wenn man den schnellen Sektor hier schön durchkommt, ey, dann ist das genau passend. Ah, da darf ich nicht zu schnell reinfahren, damit ich die Kurve schön... Schnelle Runde geht bei mir groß nicht mehr. Meine Ultrasoften, die sagen langsam Till. Muss ich nächste Runde sowieso. Fahr doch rüber, ey. Was? Du verkackter Pferdehintern. Oh, machen die alle nicht. Oh, was ist das denn? Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn. Der geht mir auf den Sack, ey. Gelben Spoiler, nur weil der auf einmal nach rechts rübergezogen ist, dieser Erdbeerkönig, ey. Na, Gott sei Dank nur gelb. Fahren wir die letzten Idioten, ey. Irgendeiner hat sich da auch kaputt gefahren. Ja, hab ich gesehen, da ist vor mir irgendeiner weggezogen. Ja, Jeff, sei ruhig jetzt, Mann! Der Lauch, der geht mir aber echt mal manchmal auf den Sender, ey. Mal gucken, wer da jetzt steht. Dann werde ich bei der nächsten Dinge, jetzt werde ich den ausstellen. Aber ganz ehrlich, ey. Parma, glaube ich. Wenn Geld. Das ist jetzt mit dem Gelben, das ist jetzt echt tricky, ey. Mhm. Wie lange. Guck mal, vor allem die achte Runde jetzt, weißt du? Naja, da hast du noch was zu tun. Aber wenn du jetzt nochmal eine Box fährst, kannst du es knicken. Gelber Spoiler. Lass mich bloß nicht im Stich. Verstappen vor mir. Ja, nächste Runde muss ich an der Box. Boxenstopp. Oh, ich kann die nicht mit Topspeed fahren, die Scheißkurven hier. Ah. Ah. Oh, Hamilton und so sind an der Box gefahren. Komm noch rum! Du hast doch noch gelben. Ganz ruhig, konzentrier dich. Na, ein paar hast du schon mal wieder gecasht. Okay, alles klar. Oh ja. Die tun sich jetzt da hinten wieder selber. Fair. So, Leute. Waren aber noch nicht alle drin, wa? Ne. Jetzt kommt zum Beispiel der Bottas ist gerade reingefahren. Ja, komme nicht ran. Oh. Bin hinter dem Stroll. Oh, ich muss nicht spät bremsen. Oh, hier steht wieder einer, der sich kaputt gefahren hat. Oder kaputt gefahren wurde. Ja, sind die zwei schon wieder raus aus der Boxengasse? Jo, Charlie vor mir. Mhm. Vor mir habe ich Alonso. Okay. Auf dem vierten. Ich bin ja auf dem fünften vor. Was hat er denn für Reifen? Rot. Ach, dann war der auch schon drin. Oh, dann fährt Alonso aber echt gut. Naja, aber die könntest du echt noch cashen, du. Wenn nichts passiert. Ah, ich sehe einen Alonso da vorne. Naja, nichts riskieren, fahr nochmal weiter. Oh,
ist das eine Wohltat, mit frischen Reifen durch die Gegend zu gondeln. Frische Reifen, ja, aber Spoiler, das regt mich gerade auf. Alter, mit diesen Platzpatronen da. Tja. Ja, ich komme ran, das war gut. Die Reifen sind echt top, die machen echt viel wett. Ja, wollen wir hoffen, dass das auch so bleibt, weil die werden ja nicht besser. Du hast die ja schon ein bisschen länger. Oh, da ist einer in der Box gefahren. Ja! Der Vierter! Oh, ja, scheiße! War Alonso doch noch nicht. Oh, ob ich die zwei da vor mir noch kriege? Geil wär's. Oh. Muss auf jeden Fall konstant gut fahren. Und wenn wenigstens Dritter. Dritter wäre auch schon nice. Wie schlägt gerade der Puls, Alter? Bis zur Socke, ey. Glaube ich dir. Booyah, Baby. Oh, sehr nice. Bestzeit, ey. 1,20, was will man mehr? Aber du kommst denen immer näher, ist doch gut. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Ich kann nicht so fahren, wie ich gerne will. Aber das haben die da hinten zu verantworten, weil die fahren wie die letzten Hirsche, ey. Ob ich die noch krieg, ey. Was sagt der mein Dingens? Hab ich da vorne was gesehen? Ja, da vorne habe ich was abbiegen sehen gerade. Aha. Oh, komm. Das ist aber auf der langen Geraden, da siehst du noch so eben. Ich komme gleich zum Überrunden, keine Lust. Dass ich hier nicht so durchzimmern kann, ey. Ja, da kriege ich aber auch nicht hin. Auch mit Heilen nicht. Oh, ich bin hier richtig am Arbeiten gerade. Oh, der Bottas, der geht ganz schön ab da vorne. Naja. Der ging mir eben schon auf den Sack die ganze Zeit. Wir haben ganz schön einen guten Abstand von mir, ey. Nicht von denen, Gott sei Dank auch. Kein Bock, mich mit denen rumzuärgern. Boah. Ja, zum Ende des Rennens hin werden die langsamer, deswegen. Machen wir nur weiter so. Jetzt kommt eine ganze Reihe mit Überrundungen. Ach du Heilige. Diese Boxeneinfahrt, ne? Diese Gasse hier, ey. Der Abstand also zur Boxeneinfahrt. 32,7 Sekunden. Oh, ey.
jetzt. Ach, jetzt habe ich diese ganze Schlange hier vor mir und komm nicht dran vorbei, das gibt's doch nicht. Jo, dankeschön. Oh Leute, habt ihr genau richtig gemacht, ich danke euch. Ach nö. Ja, das war Eriksen selber in Schuld. Wenn Eriksen mich nicht gerammt hätte, ey. Aber gut durchgekommen. Halleluja. Aber Runden ist immer tricky hier bei dem Game. An Hamilton kommst du dran. Den kriegst du auf jeden Fall noch. Boah, meine Reifen 45%, Alter, Scheiße. Da musst du aufpassen jetzt ein bisschen. 313, 314 Höchstgeschwindigkeit, mehr geht nicht mehr. Mhm. Aber links, ne, links die Reifen, weil die sind alle ganz schön gelb. Ja, hast ja nur noch drei Runden. Zweieinhalb. Ja klar, du hast halt ziemlich früh schon gewechselt, ne, deswegen... Oh, bei mir stehen die nächsten Berundungen an. Hallo Hülki. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst macht dir die Rennleitung eine Strafe. Ah, 3 Sekunden Zeitstrafe. Ich kann. Muss ein bisschen. Schade. Ja, wegen Abkürzung, das komme ich ja gar nicht ran. Das ist gerade jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Ich habe so einen Abstand, hör mal, das müsste ja eigentlich... Oh, oh, so groß ist er gar nicht mehr. Dann müsste ich ja hoffentlich eigentlich auf dem... Oh, 305, 307. Müsste ich auf dem 4. Platz bleiben. Ja, 3. Platz wäre nur schöner gewesen. Das ist aber durch die Zeitstrafe ist es sowieso... Aber egal, Hauptsache mal wieder ein paar Punkte mitnehmen. Ich hier abdingsen, ey. 2 Runden noch. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Oh, ich hasse Überrundung. Wie viele muss ich denn hier machen? Ja, bist du alle weg hast. Ist ja schlimm, ey. Jetzt habe ich schon Platz 12 überrundet. Diese Kurve. Angearbeitet habe ich mich, aber... Oh, danke Stroll, sehr schön gemacht. Oh, mein Auto, das Auto hinter mir fällt langsam zurück. Das heißt, der Bottas hat Probleme, oder was? Fängt direkt hinter Hamilton. Na, musst du mal gucken, was du noch rausgefahren kriegst. Mit viel Glück.
Meinst du sowas? Ja, und jetzt 3 Sekunden noch wegfahren. Der war gut, ne? Ja, der wird immer besser hier, ey. Er merkt, die Schmerzmittel, die helfen, glaube ich. Der wird lustig, der Kerl. Oh, scheiße. Was denn? Jetzt habe ich vorne links rot und vorne rechts. Eieieiei. Oh. Wollte gerade sagen, ist doch nichts unmöglich. Das habe ich doch in Japan auch geschafft. Sogar 13 Sekunden. Ja, aber ich muss nur noch diese Runde durchhalten. Aber diese 3 Sekunden ist nicht möglich, ey. Nee, das stimmt wohl. Ah, Hauptsache dann Vierter. Punkte, Punkte. Hauptsache heil ankommen jetzt. Oh, der ist direkt hinter mir. Ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen abgenödelt. Und da ist er durch, Camelo. Booyah, Baby. Trago. Albegut. Boah, scheiße, Alter, mit Rot. Ja, pass nur auf, dass der Himmel dich nicht kaputt fährt. Lass ihn notdürftig vorbei, wenn es nicht anders geht. Lass ihn doch vorbei. So wahnsinnig. Falls ich die Karre kaputt. Nein. Oh. Ich habe schon die Kollision mit dir und Hamilton gerade gesehen. Die war schon da. Ich wollte das extra jetzt machen, damit ich vielleicht in ein paar Sekunden, wenn ich den jetzt ausbremse, vielleicht, ja. Also so viel wäre es aber nicht gewesen. Dann. Nee, leider. Nach diesem ereignisreichen Grand Prix, du hättest dich höchstens noch selber kaputt gefahren. Aber lange durchgehalten mit dem gelben Spoiler und wieder gut aufgeholt. Und dann auf dem vierten vorgefahren, das ist doch super. Ist aber eine schöne Strecke aber auch, ne? Muss man dazu sagen. Kann man nicht meckern. Uiuiuiui. Neri jetzt mal ein bisschen blöd. Und schon wieder mit 2 Silberpfeilen. Ach ja, machst du nix. Schaut mal weiter. Ja. Oh, ich bin auf dem vierten geblieben. Das ist sehr schön. Alter. Ja, wegen 3 Sekunden. Aber die zweitschnellste Rennrunde. Das ist schick. Läuft. Bin zufrieden. Alles klar. So, ja. Dann wollen wir noch mal gucken. Ja. Ja, der Virus klar mit einer Dingens. Aber ja. Ansonsten kann man hier sowieso nicht groß irgendwie. Wer ist ausgeschieden? Verstappen ist sogar ist disqualifiziert worden. Oh. Das ist schon mal gut für die Gesamtwertung hinterher. Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's dann wieder. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Macht's gut. Ciao. Jo, ciao mit V.